herzlich willkommen an diesem 23. Juni 2013 zur Abschlussveranstaltung und zum Abschlusskonzert anlässlich des Tages der offenen Gärten in Mühlhausen hier in der Vogelschutzwarte zu Seebach. Es ist mittlerweile schon zu einer Tradition geworden, den Abschluss des Tages der offenen Gärten hier im Park der Vogelschutzwarte Seebach mit einem Konzert ausklingen zu lassen. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins der Freunde der Vogelschutzwarte Seebach haben auch in diesem Jahr wieder keinen Mühen gescheut, mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, bei Bier und einem Würstchen vom Grill und natürlich bei zahlreichen Sonderführungen durch die Wasserburg und den Park diesen Tag für die Besucher zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen. Die Blaustirn-Amazone Coco und der Molukken-Kakadu Samson, die ihr Domizil in der Außenanlage des Artenschutzzentrums haben, sind auch am heutigen Sonntag die absoluten Publikumslieblinge. Und so als Gegensatz, also ich musste irgendwann mal meinen Zivildienst machen. Das war dann 2008. Und dann habe ich gedacht, na, wo machst du das denn? Ich war hier vorher noch in der Vogelschutzwarte. Vielleicht als kleines Kind und Kindergartenalter oder so. Und ich habe so. Der Holzkohlegrill ist an und die ersten Würstchen sind fertig. Während einige Besucher es sich schon schmecken lassen, das Wurst, nutzen andere die Gelegenheit, sich persönlich mit den Gästeführern und den Veranstaltern zu unterhalten. Ursprünglich sollte das Konzert mit dem Lehrergesangsquartett der Musikschule Johann Sebastian Bach aus Mühlhausen im Park stattfinden. Aufgrund des zwar nicht schlechten, aber doch recht unbeständigen Wetters und zum Schutz der empfindlichen Instrumente wurde der musikalische Teil der Veranstaltung in das Innere der Burg verlegt. Einen Kaffee noch und ein Stückchen selbstgebackenen Kuchen und das Konzert kann beginnen. Warum hast du Schokolade? Ja, was? Los, los, los. Na, das ist doch kein Rübel. Ja, das ist die Brunnentheke hier. Ja, es kommt auch eine Zeitung. Dankeschön. Zeitung nicht, aber Internet. Stimmt mit allen mit total.
mit ihm. Ja, die kleine Melodie mit ihrem Charme und Schick ist unsere kleine Nacht. Was jedes Herz betrübt,
nachdem im Laufe des Tages die Augen auf ihre Kosten kamen, beim Konzert die Uhren ihren Schmaus hatten, kommt nun noch einmal der Magen und die Seele zu ihrem Recht. Der Grillmeister hat noch einmal kräftig aufgelegt, sodass bei einer Thüringer Bratwurst, einem Bier und einem gemütlichen Plausch der Abend langsam ausklingen kann.